Von dem Science to Standards Programm habe ich von einem Kommilitonen erfahren. Der hat es auch ja, sehr positiv dargestellt, sage ich mal. Das hat mich direkt angesprochen und ich war dann auch hier eingeladen zu einem anfänglichen Gespräch und habe dann viel über die Normung erfahren. Und ja, dann habe ich gedacht, das ist was, wofür ich mich begeistern kann und wo ich gerne teilnehmen möchte. Ich habe an dem Science to Standards Programm teilgenommen, weil man dadurch sehr gute Kontakte, vor allem im Bereich der Normung, schließen kann und auch eine sehr sachlich gute Beratung erhält und sich tiefer mit einem Thema beschäftigen kann. Ich habe an dem STS Programm teilgenommen, weil ich zuvor eine Seminararbeit geschrieben habe, die sich mit der Vergleichbarkeit von IGBT-Datenblättern beschäftigt und daraus sich eben Normanpassungen abgeleitet haben. Und diese habe ich dann in der Studienarbeit vertiefen wollen. Und dementsprechend habe ich nach mehr Kontakt gesucht, also größeres Netzwerk, mehr Know-how und Unterstützung in diesem Bereich. Das heißt also, dass ich Normverbesserungen erarbeiten wollte, aber dann natürlich auch mit dem professionellen Background, ja, einer Institution, die mir dann auch das nötige Wissen und Know-how zur Verfügung stellt, damit das eben auch vernünftig, zu vernünftigen Ergebnissen führt.